Also falls ihr euch wundert, dass ich jetzt die letzten 10 Videos die gleichen Klamotten anhabe, ich drehe meine Videos immer am Stück, wie ich gerade Zeit habe. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag ein Video drehe. Wenn ich Zeit zum Drehen habe, dann drehe ich mal eine Stunde oder zwei und dann halt 10 Videos hintereinander. Und deswegen habe ich immer noch diesen auffällig gelb-grünen Pullover an. Ja, aber darum geht es heute nicht. Ich will euch zeigen, diese Geschenktäschchen. Ich habe ganz viele verschiedene gemacht. Die sind super für Geldgeschenke oder eben auch Gutscheinkarten. Und die möchte ich euch jetzt im Einzelnen zeigen. Gibt es übrigens auch in meinem Lavendershop. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, jede Menge Geschenktäschchen. Ich habe jetzt hier so ein Set. Also ich versuche, sie wenigstens im Set anzubieten. Also diese vier gibt es auf jeden Fall zusammen. Die sind optimal für Geldgeschenke oder für Gutscheinkarten. Die passen da wunderbar rein. Diese Blume hier habe ich selbst gemacht. Die ist in der Mitte so ein bisschen beglittert und auch auf den Blättern geprägt und beglittert. Könnt ihr das sehen? Ja, und diese hier sind nur zum Teil, also die sind auch selbst zusammengebaut, aber nur die weißen Blätter habe ich selbst gemacht und die hier oben drüber, das ist gekauft. Das ist bei der braunen und bei der grünen auch so, aber die weiße habe ich komplett selbst gemacht. Ja, da ist überall so ein Silberbändchen dran. Die Rückseite sieht dann so aus. Ja, die sind groß, Moment, sage ich euch. Die sind 10 cm auf 6 cm. Und die in der Tasche, also die Tasche ist ungefähr 7,5 cm hoch. Und ja, also wie gesagt, 6,5 cm breit. Also ich denke, 6 cm Breite passt da locker rein. Das Kärtchen, was ich hier habe, ist 5,5. Das geht super easy. Ja. Ich habe davon noch mehr. Das hier jetzt zum Beispiel. Und dann habe ich noch zwei mit Schleifchen und Zuckerstange aus Polymerclay, Fimo. Dann sind hier noch zwei zum Aufhängen mit so einem grünen Schleifenband dran. Und dann habe ich hier noch eins in so einem, ja, Rockabilly-Stil. Mit meinen Voodoo-Blümchen, die es auch einzeln in meinem Shop gibt. Also wenn ihr euch für solche Geschenktäschchen interessiert, die gibt es auch in meinem Shop. Also nicht nur weihnachtliche Motive jetzt, die werde ich immer wieder mal einstellen, weil ja, ich finde es sehr praktisch für Geldgeschenke oder für Gutscheinkarten, die dann schön zu verpacken. Und vielleicht ja, finde ich dafür ja auch Abnehmer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade ist, wenn ihr das Video schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!